Salz verleiht Würze, Salz erhöht auch die Haltbarkeit und Salz verbindet. Zumindest im Falle Bayerns und Salzburgs. In den letzten Wochen sind wir dem Salzalpensteig auf bayerischer Seite gefolgt. Nun überqueren wir die Grenze und begeben uns auf Salzsuche ins Keltendorf und ins Plumtautal, wo eine neu zertifizierte Salzalpentour zur Jochalm führt. Die Tour beginnt beim Parkplatz Göllhof im Plumtautal. Schon hier besticht diese Salzalpentour durch ihre Naturschönheiten. Allen voran dem Plumtausee, dem Smaragdspiegel der Berge. Heimo, frisch prämiert die Jochalmtour. Wo geht's denn heute genau hin? Ja, wir sind jetzt da, Ausgangspunkt ist Bärenhütte und wir gehen jetzt rein Richtung Jochalmen rauf, gehen links rauf und gehen dann bei der Straße, was auch bekannt ist, durchs Mountainbike, gehen da wieder runter. Die Tour ist ja nicht nur landschaftlich sehr schön, vor allem auch geschichtlich interessant. Ja, das ist sehr interessant, weil nämlich der Franz Ferdinand, der Thronfolger von Österreich, dafür zuständig ist gewesen, dass wir diese Straße raufgekriegt haben. Und das hat das Linzer Pionierbataillon 1906 bis 9 hat diese Straße gebaut und da ist jetzt einzigartig rauf in die Jochalmen diese wunderbare Straße, wo wir jetzt dann auch raufgehen. Dieser geschichtsträchtige Weg verwandelt sich bald in einen naturbelassenen Pfad, den das Deutsche Wanderinstitut mit dem Premium-Siegel auszeichnet. 4 Stunden Wanderzeit bietet die Jochalmtour. Ganz in ihrer Nähe befindet sich der Gollinger Wasserfall, der immer für einen frischen Kick gut ist. Im Gegensatz zum Salzalpensteig sind die Salzalpentouren meist etwas gemütlicher zu begehen. Es gibt 2 Teile. Das ist der Salzalpensteig, der geht von Chiemsee bis zum Hallstätter See. Und jetzt kriegen wir die Zertifizierung für die Rundtouren. Das Konzept beinhaltet einen gesamten Weg über 230 Kilometer und 20 Rundtouren. Und ein besonderes Highlight natürlich ist diese Rundtour im Plumtautal über die Jochalm, weil diese landschaftliche Schönheit und natürlich diese, sage ich mal, Einzigartigkeit mit der Landschaft gibt es eigentlich nur da bei uns im Lenengau. Und da haben wir diese schöne Rundtour ausgesucht, damit die Gäste vor Ort auch noch Möglichkeiten haben zu wandern und nicht nur diesen Steig durchgehen müssen. Nach Abschluss der Jochalmtour kann man das eine halbe Autostunde entfernte Keltendorf in Bad Dürnberg besichtigen und dort die Anfänge der Salzgewinnung erleben. Vor mehr als 2500 Jahren haben die ersten Kelten hier am Dürnberg bereits tiefe Stollen geschlagen zur Salzgewinnung. Das Salz hat sich als wahre Schatzkammer für die Stadt und das Land Salzburg entwickelt. Heute führt eine spannende Entdeckungstour durch die Salzwelten allein und hier durch das Keltendorf am Dürnberg.